Ja, und damit herzlich willkommen zur deutschen Übersetzung vom Talk Identifikation von Multi-Binary-Schwachstellen in Embedded-Firmware im großen Maßstab. Live vom 36. Chaos Communication Kongress in Leipzig. Eure Übersetzer für diesen Tag sind Ipven und Tribut. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Gerne auf Twitter mit dem Hashtag C3T. Ja, danke für die Einführung. Hallo, mein Name ist Nino. Ich werde heute meine Arbeit vorstellen. Caronte, also Identifikation von Multi-Binary-Schwachstellen in Embedded Firmware in großem Maßstab. Das ist eine Zusammenarbeit von mir mit meinen Kollegen bei der Universität Santa Barbara und der ASU. Also bevor es losgeht, schauen wir uns mal an, was IoT-Devices, also Internet der Dinge-Geräte, so sind. Wir haben jetzt gerade erst die 20-Milliarden-Marke, werden wir erreichen. Und in einer Studie wurden bei 16 Millionen Haushalten wurden gefunden, dass 70% der Wohnungen in Nordamerika ein IoT-Device haben. Die machen das tägliche Leben smarter. Man kann mit Alexa reden, der interagiert dann mit einem Thermostat und macht die Temperatur im Raum, wie man das möchte. Üblicherweise funktioniert das über Smartphones. Man schickt eine Anfrage über das lokale Netzwerk an den Türschloss oder man benutzt einen Cloud-Endpunkt, also der von dem Hersteller verwaltet wird, oder man benutzt einen IoT-Hub, das heißt, das Smartphone sendet eine Anfrage an den Hub und der leitet es dann weiter an die IoT-Geräte. Und wie man sich vorstellen kann, sind diese IoT-Geräte, sammeln Daten und manche sind sensitiver und manche eben nicht so empfindlich. Und überlegt euch den Unterschied zwischen, ist das Licht angeschaltet oder den Daten, die eine Sicherheitskamera einsammelt. Und entsprechend kann ein solches Gerät auch Sicherheit und Privatsphäre gefährden. Also die Implementierung eines smarten Türschlosses oder die Bremsen deines smarten Autos. Also die Frage ist, sind IoT-Geräte sicher? Und naja, wie alles andere, natürlich sind sie es nicht. Also in 2016 hat das Mirai-Botnetz Millionen von IoT-Geräten kompromittiert und benutzt, um Internetdienste zu unterbrechen, GitHub und Netflix zum Beispiel. Und in 2018 wurden 154 Schwachstellen in IoT-Geräten veröffentlicht. Das sind 15% im Vergleich zu 2017 mehr. Also ist die Frage, wieso ist es denn jetzt so schwierig, IoT-Geräte sicher zu machen? Ja, also wie werden die gebaut und wie werden sie gemacht? Und wenn man das Plastik entfernt, dann sehen die IoT-Geräte üblicherweise so aus. Das ist eine Platine mit einigen Chips drauf. Man kann normalerweise den Hauptchip, den Mikrocontroller und ein oder mehr Peripheriecontroller, die mit externen Geräten interagieren. Also zum Beispiel das Schloss an dem smarten Türschloss oder die Kamera. Das Design ist relativ generisch, aber die Implementierungen sind sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel gibt es viele verschiedene Architekturen, ARM, MIPS, x86, PowerPC und so weiter. Und manchmal sind die auch sogar proprietär. Das heißt, als jemand, der Sicherheit da analysiert, hat ein großes Problem dabei, die Sicherheit der Firmware zu analysieren, wenn er die Herstellerspezifika nicht kennt. Und die werden auch in Umgebungen ausgeführt, die sehr eingeschränkte Umgebungen haben. Das heißt, sie haben sehr speziell optimierten Code und die Hersteller führen da Dinge aus, die sehr optimiert sind. Und IoT-Geräte benutzen auch externe Geräte, also sowas wie Kamera, Sensoren und so weiter, die auch wieder speziellen Code ausführen. Und diese Firmware auf IoT-Geräten ist entweder Linux-basiert oder Software, die nur als Binärdaten vorlegen. Und Linux-basiert ist der übliche Fall. Das 86% der Firmware basiert auf Linux und bei Blobs, also bei Binärdaten, es ist dann meistens das Betriebssystem und die Benutzerapplikationen in einem großen Binärpaket zusammengepackt.
Sagen wir, man sendet eine Anfrage von seinem Smartphone an den Webserver, dann ist es eine Binary auf der Firmware, dann wird es geparsed und dann wird es wahrscheinlich an eine weitere Binary weitergegeben, den Händler, der sich darum kümmert, der gibt eine Antwort zurück. Der Webserver schaut sich das an und generiert daraus eine Antwort an das Smartphone. So, sind wir wieder zurück bei der Frage, warum ist es schwer, IoT-Geräte zu sicher zu machen? Es gibt natürlich viele Arbeiten, die sagen, wie man sowas analysieren kann. Das ist zum Beispiel statische Analyse und ganz viele andere Arbeiten, die ich am Ende nochmal kurz vorstellen werde. Natürlich haben diese Ansätze alle ein bisschen Probleme. Dynamische Analyse ist sehr schwer auf großen Maßstäben anzuwenden, weil sie sehr sehr eigene Umgebungen haben. Aber statische Analyse ist auch schwer, weil es zu viele viele False Positives haben. Das heißt, wenn man die dann einzeln analysiert, dann gibt es viel zu viele False Positives. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unsere beiden Binaries haben, das ist ein tatsächliches Beispiel, was wir gefunden haben. Hier sehen wir den Webserver, den User Request nimmt, dann packt er das in eine Environment-Variable und dann wird das in der Händler-Binary ausgeführt. Dann sehen wir, hier ist ein, wenn hier eine Anfrage reinkommt, dann wird erst geschaut, ob da was Bestimmtes drin ist oder ob es zu lang ist und wenn ja, dann wird einfach nichts gemacht. Und hier der Händler nimmt das jetzt aus dem Environment und das ist halt nicht komplett userkontrolliert, diese Variable. Und dann gibt es hier diese Binary kopiert jetzt diese Strings aus dem Environment, die bloß 128 Byte lang sind, also in einen Buffer, der bloß 128 Byte groß ist. Und das könnte jetzt hier ein Bug sein, aber das zweite nicht, weil wir denken, das kommt vom System, das kriegt das hin, das zu behandeln. Links nennen wir das die Setter-Binary, weil es die Daten nimmt und weitergibt. Und das andere nennen wir die Getter-Binary, weil es die Daten konsumiert. Die aktuellen Bugsuchtools sind dafür nicht so gut, weil sie schauen sich immer bloß eine Binary an und dann gibt es entweder nicht alle Bugs, wenn der Webserver bloß analysiert wird, oder viele False Positives, wenn der Getter analysiert wird. So, wie kommunizieren diese Prozesse eigentlich? Zum Beispiel Interprozesskommunikation, zum Beispiel über Dateien oder Memory Mapped I.O. oder so weiter. Es wird meist über irgendwelche Schlüssel weitergegeben, zum Beispiel über eine Query String Environment Variable. Jede Binary, die solche geteilte Daten verwaltet, muss wissen, wo die Daten verfügbar sind, zum Beispiel in der Environment Variable oder so. Und das sorgt dafür, dass die Datenschlüssel meist einfach in der Binary zu finden sind. Um diese Bugs jetzt zu finden, müssen wir schauen, wie die User-Daten durch die Binaries geschoben werden und weitergegeben werden.
Ja, und damit kommen wir jetzt zu der eigentlichen Arbeit. Also wir definieren erstmal das Bedrohungsmodell. Wir sagen, ein Angreifer schickt beliebige Anfragen über das Netzwerk, sowohl über das lokale Netz als auch über das Internet zur IoT-Gerät. Und üblicherweise haben auch die Geräte, die über die Cloud kommunizieren, irgendeine Art von lokaler Kommunikation. Und unsere Forschung zeigt, dass die meisten dieser Geräte auch lokale Kommunikation haben. Und Caronte ist ein statisches Analysetool, das den Datenflow nachvollzieht über verschiedene Binärdaten. Also in einem ersten Schritt findet Caronte die Binaries, die Daten in die Firmware hineinbringen, sogenannten Border Binaries, also die Grenzbinärdaten. Und dann verfolgt es, wie die Daten geteilt werden mit anderen Binärdateien, also zum Beispiel wie der Webserver mit dem Getter Binary zusammenarbeitet. Stellt es da einem BDG, also einem Binary Dependency Graph nennen wir das, also einem Binärdatenabhängigkeitsgraph. Und dann detektiert er Schwachstellen, die von der falschen Behandlung dieser Daten resultieren. Also eine Übersicht, wir haben eine gepackte Firmware, wir packen die aus. Wir finden diese Border Binaries, diese Grenzbinärdateien. Wir bauen den Graphen auf, da sind CPFs notwendig, das steht für Communication Paradigm Finder, also Aufspürer für Kommunikationsparadigmen. Und dann wird das weitergegeben an das Modul der Datenflussanalyse. Und letztendlich wird das analysiert und daraus werden Alarme generiert. Und das ist komplett statisch und basiert auf dieser statischen Analyse. Also zunächst müssen wir Daten im Netzwerk empfangen und dann, also wir sagen, Grenzbinärdateien, Border Binaries sind alle diese Dateien, die Daten vom Netzwerk empfangen und die dann Parser enthalten, um diese Daten zu bearbeiten. Das heißt, wir müssen erstmal diese Parser finden und um diese Parser zu finden, benutzen wir andere Arbeit, die eine Metrik benutzt, um das zu finden. Da geht es um die Anzahl der Basic-Blocks, die Anzahl der Speichervergleichsoperationen und die Anzahl der Sprünge. Und wenn eine Datei Daten vom Netzwerk nimmt, dann definieren wir hier auch noch zwei weitere Metriken. Also zum einen, ob Netzwerk-Schlüsselwörter vorhanden sind, sowas wie HTTP. Und dann gibt es auch noch die Frage, ob Funktionen benutzt werden wie Lesen vom Socket. Und dann kommen wir hier auf eine Parsing Score, also auf die einfach nur eine Summe ist. Und umso höher das Binary, also wir schauen uns quasi, also wir ermitteln für jedes Binary diese Zahl und dann schauen wir uns die an, die diesen höchsten Score erreichen. Also wir schauen uns hier den Cluster an mit den Binärdateien, die diesen höchsten Wert erreicht haben. Und danach bauen wir den Abhängigkeitsgraph auf. Der bildet ab, wie die Dateien voneinander abhängig sind. Also in dem Fall, in dem einfachen Graph, sehen wir, dass A mit C kommuniziert über eine Datei und dieselbe Datei kommuniziert mit einer anderen Datei B über Umgebungsvariablen. Also schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Also wir starten mit dem identifizierten Grenzbinärdateien und dann schauen wir uns die Schlüsselwörter an, die wir gefunden haben und wir analysieren, ob die Binärdatei auf irgendein IPC, also ein Kommunikationsparadigma aufbaut, um die Daten zu teilen. Und dann schauen wir, ob es die Daten setzt oder ob es die Daten bekommt.
Und dann suchen wir nach dem Schlüssel, also zum Beispiel der Name der Umgebungsvariable. Und dann suchen wir nach der bei der Firmware nach anderen Binärdateien, die auch denselben Schlüssel möglicherweise benutzen, und planen, die auch mit zu analysieren. Und diese Kommunikationsparadigmen, die werden erkannt über eine Module, die CPF heißen, und die diese CPFs werden benutzt, um die Datenschlüssel in den Firmwares auch zu finden. Und es gibt mit Caronte gibt es CPF eine ganze Menge von Schlüsseln, wo der Kommunikationsmechanismus unbekannt ist. Und die Idee bei diesem generischen CPF, den wir den semantischen CPF nennen, ist, dass Datenschlüssel als Index benutzt werden müssen auf eine gewisse Menge als auf Daten in diesem einfachen Beispiel. Also schauen wir uns mal an, wie dieser Algorithmus funktioniert. Wir fangen mit dem Grenzbinary an, mit der Datei, und hier wird jetzt wieder die URI geparst hier unten. Jetzt sehen wir hier oben, es wird ein String-Compare ausgeführt über ein Netzwerk-Keyword. Und das heißt, wir nehmen jetzt die Variable p und markieren sie. Und die wird hier von der Funktion zurückgegeben, von diesen zwei verschiedenen Punkten. Und jetzt machen wir weiter. Wir sehen, dass Data markiert wird. Und es wird der Funktion setenv weitergegeben. Das heißt, die Umgebungs-CPF wird jetzt verstehen, dass markierte Daten an eine Umgebungsvariable übergeben werden. Und damit ist dieses Binary ist der Setter, also der die Daten setzt. Und dann markieren wir den Schlüssel Query String und suchen in anderen Binärdateien nach diesem String, die auch darauf davon abhängen. Und dann finden wir da drüben diese Binärdatei, und die hängt auch davon, von dem Query String ab, und dann machen wir mit diesem Binary weiter. Und dann bauen wir daraus unseren Graphen, mit dem wir den Datenflow sehen. Dann auf diesem Graphen sehen wir, wie die Daten limitiert werden, also was für Gesetzen sie entsprechen müssen, gegeben vom Setzer, und kriegen so die Regeln für den Getter. Wir sagen hier bloß, dass es die geringstmöglichen Limits weiterzugeben, damit wir vielleicht Bugs finden können. Zum Beispiel haben wir hier links kriegen wir Data, was in QueryString-Variable gesetzt wird. Das erste Mal ist es unconstrained, und im zweiten Fall ist es maximal 128 Byte. Und weil wir bloß die weniger schwachen Voraussetzungen weitergeben, ist es immer noch unconstrained für uns. Hier bei der Getter-Binary bekommen wir die Variable aus dem Environment. Und das ist hier dann unconstrained. Und dann schauen wir uns an, ob Daten irgendwelche an irgendwelchen Orten ankommen können, die wo sie auf unsichere Art und Weise weiterverarbeitet werden. Das ist zum Beispiel memcopy-ähnliche Funktionen und ein paar andere. Und dann schauen wir uns nochmal das Beispiel an. Hier unsere Query ist vom User, und es ist nicht limitiert irgendwie. Und dann sehen wir hier ein String Copy, was von unserem Query kommt. Und ARC ist aber bloß 128 Byte groß, das heißt, wir kriegen hier eine Warnung. Unsere Engine, die das macht, ist basiert auf Bootstamp, und es führt symbolisch aus. Das heißt, zum Beispiel sehen wir hier,
Hier gibt es erstmal TY, was es von irgendeinem Input nimmt, die von der Seed-Funktion. Da erstellen wir dann jetzt eine symbolische Variable TY, die nennen wir jetzt Taint. Also die nennen wir dann Tainted, also dass die vom User beeinflussbar ist. Und dann folgen wir dem Datenfluss weiter. Dann wird x taint ty plus 5 und das heißt, wir haben immer noch irgendwelche, wir markieren sie immer noch als User beeinflusst, aber wenn sie jetzt irgendwelche anderen Werte zugewiesen bekommt, dann sagen wir, es ist nicht mehr vom User beeinflusst. Vom User beeinflusst nehmen wir auch weg, sobald es irgendwie die Daten limitiert werden. Zusätzlich haben wir noch zwei weitere Sachen hinzugefügt. Zum Beispiel sagen wir, wie betrachten wir den Pfad, der genommen wird und was für Abhängigkeiten es gibt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unser Destination haben, die von irgendeiner Funktion kriegen und einen User-Input, dann haben wir eine Parse-Funktion. Dann gibt es hier quasi unendlich viele symbolische Pfade. Und nur in einem Fall returnen wir returnen wir User-Data. Und jetzt priorisieren wir das auf eine Art und Weise und dann priorisieren wir diesen Pfad vor anderen, falls man da User-Controlled Data returnt. Ja, über diese Art und Weise können wir also auf kluge Art und Weise erkennen, ob Daten vom Nutzer kommen oder nicht. Also ob wir die markieren müssen und die werden, wenn wir hier unten zum Beispiel schauen, hier wird die Länge des Strings Command gelesen und wenn sie länger ist als 512, dann wird minus 1 zurückgibt und ansonsten wird es kopiert. Das heißt, wenn wir jetzt Stringlängen nicht analysieren, zum Beispiel weil die statische Analyse das nicht kann, dann ist möglicherweise die Markierung von Command anders als die Markierung von N. Und dieses String-Copy hier unten kann dann zu einem False-Positive führen, also zu einem Alarm, obwohl es eigentlich keiner sein sollte. Das erzeugt hier eine Abhängigkeit zwischen der Markierung von Command und N und hier haben wir im Zwemfall wird auch N mitmarkiert. Diese Prozedur ist automatisch. Wir finden also möglicherweise Code, der äquivalent ist zu String Length und dann finden wir Code, der diese Abhängigkeiten erzeugt. Also schauen wir uns das mal an. Wir haben jetzt haben uns drei verschiedene Auswertungen angeschaut auf verschiedenen Datensets. Das neueste ist 53 Firmware-Beispiele von 7 verschiedenen Herstellern und das zweite sind 899 Firmware, die wir aus anderen Arbeiten gefunden haben. Hier sehen wir die Gesamtzahl der Binaries, die wir uns angeschaut haben, 8500 und unser System hat 87 erzeugt, wobei 51 echte Probleme waren und 34 davon waren Multi-Binary-Schwachstellen, also Schwachstellen, die wir gefunden haben, indem wir den Datenfluss zwischen den verschiedenen Binärdateien angeschaut haben. Und dann gibt es auch eine vergleichende Auswertung. Das heißt, wir haben versucht, verschiedene Strategien anzuschauen. In der ersten Strategie, da sehen wir jedes Binärdatei unabhängig und haben dann quasi für jede Firmware bis zu 7 Tage lang die Analyse laufen lassen. Da hat das System fast 21.000 Alarme generiert, wobei wir nur 2.500 Binärdateien betrachtet haben. Und im zweiten Beispiel haben wir die Parser angeschaut und nur die Parser. Und da hat das System 9.300 Alarme erzeugt, wobei wir jetzt
nicht wissen, in diesem Beispiel, wie der Benutzer-Input reinkommt. Und deswegen haben wir quasi jeden Prozesskommunikation, also alles, was in das Binary reinkommt, als benutzergeneriert betrachtet. Und dann gucken wir die Binaries einzeln an. Also wir schicken die Einschränkungen nicht weiter und das hat fast 13.000 Alarme erzeugt. Und die letzte Variante ist dann, wir benutzen Caronte und hier gab es jetzt eben nur 74 Alarme. Okay. Und dann haben wir uns hier dieses große Auswertung angeschaut und fast 40% der dieser Beispiele waren Multibinaries, also es werden mehrere Binärdateien beteiligt und dieses System hat jetzt 1000 Alarme erzeugt. Diese Tabelle ist sehr ausführlich. Ich schaue mir die Details sind im Paper. Wir haben also festgestellt, dass eine Durchschnittsfirmware 4 Grenzbinärdateien hatte und ein BDG 5 Binaries enthält und manche haben mehr als 10. Wir haben jetzt angeschaut für die Performance, 80% der Firmware wurde in einem Tag analysiert, das ist das Bild links oben, aber es gab eine große Abweichung, das lag dann an Implementierungsdateien, zum Beispiel Anger. Das braucht länger als 7 Stunden, um einige BFGs zu erzeugen. Und manche haben eine sehr große Zahl von Datenschlüsseln. Und die Anzahl von Pfade, das sieht man an dem zweiten Bild von oben, dass die Anzahl der Pfade keinen Einfluss hat auf die Zeit. Und die anderen Bilder, dass die Performance nicht heftig davon abhängt von der Größe der Firmware. Damit meinen wir die Anzahl der Binaries in einem in so einem Auswertungssample und die Anzahl der Blocks, Basic Blocks. Also wie führt man Caronte aus? Das ist eigentlich relativ einfach. Man braucht eine Firmware, die man analysieren will. Man erzeugt eine Konfigurationsdatei und dann führt man es aus. Also schauen wir uns das mal an. Hier ist ein Beispiel für eine Konfigurationsdatei. Das hat nur ganz wenige Informationen. Die meisten sind auch optional. Die einzigen, die nicht sind, ist der Pfad, FWPath, also Pfad zur Firmware. Und das hier, die Architektur und Base Address, wenn die Firmware ein Blob ist, ein Binärblob. Die anderen Felder sind alle optional. Und man kann die einsetzen, wenn man Informationen über die Firmware hat. Die Dokumentation für diese Felder, die findet ihr alle bei uns auf GitHub. Und wenn man das mal gesetzt hat, dann kann man Caronte ausführen. Wie das funktioniert, also wie gesagt, den Link zu unserem GitHub-Reto seht ihr dann gleich. Ich werde es jetzt nicht ausführen, aber das Einzige, was ihr machen müsst, ist das hier ausführen. Ja, es wird also quasi nur auf das Konfigurationsdatei ausgeführt. Es wird jetzt jeden Schritt ausführen, den ihr gesehen habt. Das wird jetzt ein paar Stunden dauern, deswegen breche ich das ab. Und am Ende wird es eine Resultatdatei erzeugen. Die sieht dann so aus. Da sind jetzt eine ganze Menge Sachen zu sehen. Ich werde nur ganz wichtige Sachen jetzt hervorheben. Und eins, was ihr sehen könnt, ist, dass die Border Binaries, also die Grenzbinärdateien, die hier identifiziert wurden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es hier sind, aber solange es keine False Negatives gibt, also welche nicht detektiert werden, ist das alles super. Kann sein, dass ich was entfernt habe. Ach ja, hier. Hier in dem Fall ist HTTPD ein Treffer. Der Webserver, den wir vorher genannt haben. Und dann haben wir den BDG, also den Graphen. In dem Fall hat Caronte gefunden, dass HTTPD mit zwei verschiedenen Dateien kommuniziert, nämlich fileaccess.cgi und cgi-bin. Und dann haben wir Informationen über diese CPFs. Man kann zum Beispiel hier sehen, dass
Hier kann man zum Beispiel sehen, dass HTTPD 28 Datenschlüssel hat und der semantische CPF hat 27 gefunden. Und das muss auch woanders noch eingeben, den sehe ich gerade nicht, aber was auch immer. Und dann haben wir eine Liste von Alarmen. Manche sind möglicherweise doppelt. Man kann da jetzt auch reingehen und die alle manuell sich angucken, aber ich habe ein kleines Utility geschrieben, ein Werkzeug, das die ganzen Schleifen rausfiltert. Ich muss mal gucken, wie ich es genannt habe. Der hier vielleicht? Ja. Und jetzt kann man sehen, in Summe hat das System jetzt 8 Alarme erzeugt. Schauen wir uns mal einen an. Und ich habe jetzt auch erst neulich festgestellt, dass der Pfad, der hier angezeigt wird, nicht der Pfad vom Getter-Binary ist, sondern nur bis zur Senke. Das werde ich jetzt noch reparieren und den ganzen Pfad dann hier auch mit anzeigen. Der Key-Content-Type hat Benutzer-Input und das wird an die Senke, an dieser Adresse unsicher übergeben. Und die Binärdatei heißt fileaccess.cgi. Und wir können mal gucken, was da passiert. Und da sieht man jetzt an dieser Stelle, haben wir ein String-Copy, das den Inhalt von Haystack nach Destination kopiert. Und das kommt von, Haystack kommt von diesem getenv-Aufruf und Destination kommt als Parameter für diese Funktion. Und wenn wir, der Buffer ist 0x60 Bytes groß, das ist also ein echter Treffer. Okay, also zusammenfassend, wir haben jetzt hier eine Strategie vorgestellt, um Datenfluss zwischen verschiedenen Binaries nachzuverfolgen. Wir haben das auf 952 Firmware-Beispielen ausprobiert. Und Firmware-Analyse ist nicht einfach und Schwachstellen gibt es weiterhin. Firmware besteht aus vielen verbundenen Komponenten und statische Analyse kann man benutzen, um auf großem Maßstab diese Schwachstellen zu finden. Und Kommunikation ist wichtig, um die Präzision beizubehalten. Hier sind die Quellen für meine Präsentation und jetzt könnt ihr gerne Fragen stellen. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Hier haben wir 3 Mikrofone. Bitte geht zu den Mikrofonen. Mikrofon 2. Schaust du dir die Imports von libc an? Oder geht es auch mit statisch gelinkten Binaries? Oder ist es alles semantisch? Also, wenn wir zum Beispiel Anger anschauen, dann wird rausgesucht, was das Ziel ist. Wenn man die libc, irgendwie ein paar CPFs benutzen, die libc, CPF benutzt zum Beispiel die libc, aber auch das semantische CPF, also zum Beispiel es gibt sowas nicht wie libc oder manche Händler haben ihre eigenen Funktionen neu implementiert. Zum Beispiel, wenn jemand ein eigenes Setenv programmiert hat. In kleinen Environments gibt es da auch Getter, die über DMA direkten Memory-Zugriff benutzen für Interprozesskommunikation. Schaut sie das auch an? Wie kriegt man das unterschieden von dem normalen IPC? Also wenn ich das richtig verstehe, dann wird jetzt quasi MMIO gefragt, wo also
Daten von beliebigem Speicher gelesen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Adressen für diese Daten irgendwo hart kodiert werden. Das heißt, der Hersteller schreibt hin, dieser Prozess schreibt irgendwas nach Adresse A und der andere liest es von da. Und wenn wir irgendwo so eine Adresse finden, dann gehen wir davon aus, das ist wahrscheinlich gelesen von irgendwelchen interessanten Daten. Wie unterscheidet ihr das zwischen CPF und normalen Zugriffen über diese fixierten Adressen? Ja, das ist genau, was der semantische CPF tut. Was ist die Lizenz für Karlante? Die Software-Lizenz. Ich habe im Git-Repository geschaut, da gibt es keine. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht. Ich werde das noch machen. Gibt es noch Fragen von hier oder aus dem Internet? Dann bitte eine große Runde Applaus. Gut, und damit verabschieden wir uns aus der Übersetzerkabine. Wir waren Alpwen.